Recht herzlichen Dank. Und dann sage ich herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen den SC Riesersee. Bei mir begrüße ich die beiden Coaches. Das ist Maurizio Manzi als Head Coach des SC Riesersee und natürlich unser Head Coach Rick Rossi. Dann darf ich natürlich zuerst mal wieder das Mikrofon dem Gast überreichen und um ein paar Worte zum Spiel. Danke, guten Abend zusammen. Glückwunsch, Rico, für das Sieg. Sehr verdient. Leider das Spiel hat nicht 4-5 Minuten gedauert, sonst wir hätten 1-0 gewonnen. zum Spiel. Kassel war deutlich besser. Auf alle Bereiche. Wir haben ein riesiges Problem gehabt in unserem Defensivdrittel. Sie waren zu groß, zu stark, zu schnell. Und wir können einfach die Zweikämpfe nicht gewinnen. Und wir waren lange Zeit in unserem Defensivdrittel und haben wenig Kraft gehabt für die Offensive. Nach dem ersten Drittel, gegen die zweiten Drittel, wir haben zwei riesige Chancen gehabt in Jubelzahl. Zwei Alleingänge und wenn eine geht rein, ja, 4-2, das kann anderes passieren. Aber am Ende, ich wiederhole, das war hochverdient von Kassel. Sie waren deutlich besser als uns heute Abend. Noch 3 Spiele für uns. Wir kämpfen weiter und wir werden für Rosenheim bereit am Sonntag. Dankeschön und viel Glück. Ja, vielen Dank, Polizei Manzi und Rico. Ich denke mal, allzu viele haben heute viel erwartet, ein hart umkämpftes Spiel, aber kein 6-1. Wenn man überlegt, wir haben dreimal bis jetzt gegen den SC Riesersee gespielt, dreimal verloren, ein Punkt, bis dato 3 Tore geschossen, heute mit 6 alles wieder aufgeholt. Was habt ihr heute anders gemacht als sonst? Ja, danke schön. Gar nichts damit. Das ist die schöne Ding mit dieser Mannschaft. Wir spielen die gleichen Spiele fast jeden Abend. Wir versuchen, die gleichen Spiele zu spielen. Auch nach dem 1-0 haben wir nichts gewechselt. Wir haben wieder den Zug zum Tor, wieder Ziel geschrieben, wieder Scheibe zum Tor. Und wir haben natürlich die Glück, dass die Scheibe für uns gut gelaufen hat. Aber das ist ein Punkt, dass wir haben versucht, die ganze Jahr mit dieser Mannschaft zu tun. Und das ist ein routinierter, geradlinier Eishockeyspiel zu spielen. Das haben wir heute gesehen. Die Maurizio hat gesagt, er hat Probleme zu der Defensivzone und das stimmt, weil wir wären auf die Scheibe sehr hart. Das war sehr schwer für uns zu trennen von der Scheibe. Das hat viel Kraft gekostet für die Gegner und irgendwann passiert ein Fehler von den Gegner. Und das ist unser Gameplan. Wir sind keine Mannschaft, das kommt von 3-on-2 und schießt die Tors. Das ist eine Mannschaft, das schießt die Tors von den Eckes zu den Tors oder von den Necken zu den Tors. Und das ist gutes Playoff-Hockey. Und das freut mich für die Jungs. Wir haben jetzt hoffentlich ein Heimrecht zur Verteidigung in den nächsten 3 Spielen. Und das ist unser Ziel jetzt, dass wir die Playoffs qualifiziert, dass wir wollen ein Heimrecht in die erste Liga haben. Dankeschön. Vielen Dank, Victor. Du musstest ja notgedrungen nach dem letzten oder vorletzten Training auf Adriano verzichten, hast ihn durch Dominik Patoczka ersetzt. Kriegt er ein kleines Sonderlob von dir dafür, dass er da jetzt ins kalte Wasser in der ersten Reihe gesprungen ist? Oder sagst du, die müssen alle so fit sein, müssen immer hundertprozentig wach sein, dass ich die überall reinschmeißen kann? Nochmal, das ist die Ziel vom Anfang an, dass die Spieler sind routiniert in der Arbeit. Die wissen, was sie tun, was sie machen müssen. Und dass man springt in der ersten Reihe, ist schon ein Lobwürdig. Aber das ist sein Job. Das ist unser Job, wir wissen das. Und der ist schon gut vorbereitet für das. Okay, vielen Dank. Gibt es Fragen der Pressevertreter an die beiden Trainer? Keine soweit, dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Das Endergebnis war 6-1, das Ganze vor 3676 Zuschauern. Ergebnisse aus den anderen Stadien. Ach, noch eine Minute. Na gut, Lausitzer Füchse gegen die Heilbronner Falken in Stand 2-1. ESV Kaufbeuren gegen die Bietigheim Steelers 3-5. Ravensburg Tower Stars gegen die Fischtown Penguins Bremerhaven, da steht es 1 Minute vor Schluss 2-3. Star Wars Rosenheim gegen den EV Landshut in Stand 3-0. Dresdner Eislöwen gegen die Eispiraten Krimmitschau.
Endstand 2:1 und EC Bad Nauheim gegen die Löwen Frankfurt Endstand 1:5. Jo. So, weiter geht's für uns am übermorgen Sonntag, 22.02.2015, 17 Uhr, spielen wir in Krimmitschau. Das Ganze wird wieder für die, die daheim bleiben und nicht nach Krimmitschau fahren, live bei Spray TV übertragen. Sehr anmeldepflichtig, kostenpflichtig das Ganze. Unser nächstes Heimspiel dann am Freitag, den 27.02.2015, 19:30 Uhr bei uns zu Gast an der ESV Kaufbeuren. Unseren Gästen wünschen wir immer gute Heimreise. Schauen wir mal, ob wir uns sehen oder nicht. Alles Gute auf jeden Fall für euch. Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut ins Wochenende. Ich gucke noch einmal hier drauf, ob wir jetzt den Endstand noch haben. Ansonsten 3, 2, 1, 39 Sekunden. Nein, ich muss leider Tschüss sagen. Macht es gut. Bis dann und Tschüss.